Da ist er. Wir haben alle mega lang drauf gewartet. Der California Concept. Er wird Weltpremiere feiern und zwar auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Ihr denkt jetzt, ich stehe vor der britischen Variante, aber das ist gar nicht richtig, denn es gibt so viel Besonderes an diesem Fahrzeug. Wenn dich das interessiert, inklusive einer kompletten Roomtour, dann würde ich sagen, herzlich willkommen und viel Spaß bei diesem Video. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Schmankerl hinter mir stehen. Den neuen California Concept von Volkswagen. Er wird hier auf dem Caravan Salon 2023 seine Weltpremiere feiern und wir dürfen schon mal ein bisschen reingucken und die Gelegenheit möchte ich natürlich nutzen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich stehe hier vor so einem britischen Modell. Wegen der Markise auf der linken Seite und so weiter. Aber dem ist nicht so. Dieses Modell werden wir bekommen. Das ist schon eine wirklich Besonderheit an diesem Fahrzeug. Und deswegen schaue ich mir den heute so besonders gerne an. Jetzt aber mal der Reihe nach. Was machen wir heute in diesem Video? Ich gliedere es ganz kurz für euch. Im allerersten Teil räumen wir mal so ein bisschen mit irgendwelchen Gerüchten auf, was den ID California betrifft, was jetzt hier dieses Modell betrifft etc. pp. Das gucken wir uns da ein bisschen an. Danach gucken wir auf die Spezifikationen dieses Fahrzeuges. Also damit meine ich Abmessungen, Motor etc. Und dann gehen wir in die Bütte. Denn dann gehen wir das Fahrzeug von vorne bis hinten komplett durch. Vom Cockpit angefangen, über den Wohnbereich. Natürlich die ganze Situation, wenn ich kochen möchte. Ihr seht das hier schon ein bisschen durchblicken. Das ist alles so ein bisschen anders und das schauen wir uns Detail für Detail natürlich exakt an. Wir gucken uns das Bett unten an, wir gucken uns das Bett oben an, wir gucken uns den Kofferraum an, die Sitzsituation und dann schauen wir, was wir hier außen noch machen. Alles der Reihe nach. Ihr könnt natürlich über die Sprungmarken hier im Video genau an die Stelle springen, die euch ganz besonders interessiert. Und ganz zum Ende werde ich dann noch mein persönliches Fazit abgeben. Davor versuche ich so neutral wie möglich zu berichten, damit ihr eure eigene Meinung bilden könnt. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Reden wir erstmal über die Gerüchte zu diesem Auto. Also erstmal zu diesem Fahrzeug. Aufbau auf dem Multivan. Und das war so diese große Überraschung, weil man hat eigentlich auch spekuliert, dass der ID California kommt. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, wen das interessiert, wo wir ein bisschen spekuliert haben, wie wird denn der ID Bus als Camper aussehen. Naja, und als dann klar war, dass VW zum diesjährigen Caravan Salon hier den California Concept auf dem Multivan präsentieren wird, da kamen plötzlich Gerüchte auf, dass es den ID California gar nicht mehr gibt, dass die Produktion eingestellt wird und. Und natürlich habe ich da auch nochmal nachgefragt und dem ist definitiv nicht so A, weil erstens hat die Produktion noch gar nicht begonnen und B lässt man da sich auch nicht wirklich aus, aber man sagt auch bei VW ganz klar, also die Planungen sind hier nicht irgendwie ad acta gelegt, sondern man kann damit rechnen. Jetzt ist mir aber auch klar, wenn wir hier von einem Showcar reden, wir auch wissen, dass nächstes Jahr im Sommer, so wird es ja gesagt, die Produktion des California 6.1 aufhören wird. Dann wird das also logischerweise relativ bald darauf folgender Nachfolger werden. Was den ID California jetzt wiederum betrifft, da weiß ich es nicht, kann ich auch nicht sagen. Das wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, da werden wir gespannt sein. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass ihr unbedingt den Kanal abonniert, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn der ID California rauskommt. Aber wie gesagt, da werdet ihr dann noch ein bisschen länger Abonnent dieses Kanals sein. Aber ihr seid mir da ganz herzlich willkommen. In diesem Sinne, soweit also erstmal zu diesen ganzen Gerüchten um dieses Fahrzeug. Jetzt ist mir aber eines auch noch ganz wichtig, bevor wir jetzt gleich in die Spezifikationen springen. Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist ein Konzept. Das heißt, das ist eine Art Showcar, das ist ein Modell, das ist wirklich handgebaut, was wir hier drinnen sehen. Deswegen ist das noch nicht Serie und deswegen kann es uns auch passieren, wenn wir da jetzt bei dem einen oder anderen Detail genauer hinschauen, dass alles noch nicht so hundertprozentig perfekt ist. Es kann auch durchaus sein, dass wir hier Sachen sehen, die wir später in der Serie gar nicht sehen. Das ist ja das Spannende an so einem Fahrzeug, an so einem Concept-Car. Da wird der Hersteller sich auch denken, er wartet so ein bisschen unser aller Feedback ab und überlegt, was er da noch ändern kann, was er machen kann, wenn er überhaupt noch die Zeit hat. Weil so viel Zeit haben wir ja dann theoretisch nicht mehr. Aber das ist auch wieder alles Spekulation. Wir gucken einfach mal. Jetzt lang genug gebabbelt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Spezifikation dieses Fahrzeuges an und legen mal richtig los. Also sprechen wir über die Spezifikation dieses Fahrzeuges und da gibt es auch gar nicht so viele Geheimnisse, denn eines ist schon mal klar, dadurch, dass er auf die Basis vom Multivan aufbaut, sind uns gerade die Abmessungen schon mal bewusst, zumindest was die Länge betrifft. Hier reden wir von der Überlänge, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben hier keinen verlängerten Radstand, den gibt es hier nicht, sondern wir haben hier eine Überlänge und die brauchen wir auch für den Camper, denn wir brauchen ja den Platz. Denn das Fahrzeug ist mit einer Länge von 5,17 Meter und einer Breite von 1,94 Meter ausgenommen. Der Außenspiegel natürlich leicht gegenüber des 6.1 gewachsen. Allerdings sind die Positionen der Vordersitze leicht nach hinten versetzt worden. Und dadurch müssen wir genau auf den Innenraum gucken und das wollen wir natürlich auch in der Roomtour exakt machen.
Ein ganz wichtiger Punkt bei den Abmessungen ist natürlich auch die Fahrzeughöhe und die gibt uns der Multivan nicht mit, denn was hier besonders ist, ist das Aufstelldach zum einen und zum anderen die Markise. Und ich versuche jetzt mal einfach nur mal händisch hier den höchsten Punkt zu messen und da sage ich, sind wir definitiv unter den 2 Metern. Ich messe hier so in etwa 1,96, aber auch die Maße werden wir dann nochmal konkret erfahren. Und jetzt bin ich mit euch mal schnell ins Gegenlicht gewechselt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber es geht ja hier ums Fahrzeug und zwar haben wir hier ein ganz interessantes Detail. Das ist nämlich die Ladeklappe für den Elektromotor, denn wir haben hier ein Plug-in-Hybrid. Und das ist auch was Interessantes und finde ich auch was, was man in die Spekulation mit einbauen kann. Denn ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich kenne keinen anderen Camper auf dem Markt, der als Plug-in-Hybrid zu fahren ist. Denn ich weiß es, Elektromobilität, die polarisiert ganz klar. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile, wie ich meine. Und den ganz großen Vorteil, den ich hier habe, ich habe die Reichweite eines Verbrenners, ich habe die Power eines Verbrenners etc. Auf der anderen Seite. Nachts auf dem Campingplatz mal noch mal schnell spät anfahren oder früh morgens abfahren, kannst du hier super leise. Und das ist für uns Camper ein ziemlich geiles Feature, wie ich meine. Was meint ihr? Denn hört mal, so hört sich das in der Langsamfahrt an. Ansonsten hüllt sich Volkswagen Nutzfahrzeuge etwas in Schweigen, was die Motorenvielfalt betreffen wird. Aber es ist davon auszugehen, dass alles, was der Baukasten entsprechend hergibt, auch zur Verfügung stehen wird. Das ist aber nur meine persönliche Spekulation. Einen ganz großen Vorteil, den der Multivan sicherlich als Basisfahrzeug mitbringt, sind die ganzen Assistenzsysteme. Wen das im Detail interessiert, der guckt einfach mal zu Anja und Matthias auf den Kanal von Motor Report, denn die beiden erklären das ganz ausführlich. Und wir machen jetzt weiter mit der Roomtour. Jetzt gucken wir uns aber das Fahrzeug mal von innen an. Roomtour ist angesagt und da beginnen wir natürlich im Cockpit und lasst uns hier mal einsteigen. Erstmal alles gewohnt, wie wir es kennen, vom Multivan natürlich. Das heißt Lenkrad, die Armaturen, das kennen wir alles. Was aber besonders ist, ist hier vorne, denn hier wird es eine Verdunklung geben. Also hier wird es ein Rollo geben, ihr könnt es hier vorne erkennen. An den Seiten vermute ich mal, dass es dann einfach Vorhänge gibt, so wie wir das schon kennen, die man dann per Magnet einfach an den Rahmen hier fixiert. Recht viel mehr, glaube ich, können wir hierzu gar nicht mehr sagen. Deswegen drehen wir jetzt mal zusammen die Sitze um und gucken uns das Fahrzeug mal von innen an. Und zwar kümmern wir uns jetzt um den Wohn-Essbereich. Wir beginnen jetzt mal und bauen dafür um und deswegen machen wir hier hinten mal auf. Und das ist ja schon auch was ganz Besonderes wieder an diesem Fahrzeug, dass ich auf der Fahrerseite wie auch auf der Beifahrerseite eine Schiebetür habe. Und jetzt hat man sich gedacht, wie soll denn das gehen? Und hier seht ihr schon, wir haben trotzdem einen Küchenblock verbaut. Und das Sitzumdrehen, das ist so, wie wir es gewohnt sind. Einfach vorne entriegeln. Und dann kennt ihr es, dann muss man total vorsichtig sein, einmal was die Rückenlehne betrifft. Das heißt, die Rückenlehne dann einfach zur Not in der Neigung verstellen, aufs Lenkrad aufpassen, das ist jetzt bei mir schon ein bisschen knapp, aber geht gerade noch und vorne rastet er wieder ganz normal ein und das machen wir auf der anderen Seite exakt genauso. Und an den Sitzen sind mir noch 2 Sachen aufgefallen und zwar zum ersten sind sie nicht nur drehbar, sondern auch höhenverstellbar und das ist meines Erachtens was Besonderes. Und zum zweiten habe ich noch einen Luftauslass gesehen für die Klimaanlage bzw. Heizung. Das ist für die hinteren Fahrgäste natürlich sehr angenehm und gab es vorher meines Erachtens beim 6.1 nicht. Ja, ein spannendes Thema bei dem California Concept ist ja, dass ich hier auf beiden Seiten die Schiebetüren habe, haben wir das schon ein paar Mal gesagt. Und das bedeutet, beim California kann ich natürlich jetzt nicht mehr die Küchensalbe bis vorne hinbauen. Beziehungsweise würde es keinen Sinn machen. Und deswegen haben sich hier die Ingenieure was anderes einfallen lassen. Der Küchenblock geht bis zur Hälfte. Und dann habe ich hier unten zum Beispiel schon mal einen Kühlschrank, aber als Schublade, auch neu. Ich bin großer Fan davon, denn gerade mit den Seitenwänden bleibt die Kälte in der Schublade und kann nicht herausfallen. Und deswegen sind diese Kühlschränke auch immer sehr effektiv. Und dann habe ich hier oben meine Küchenplatte, meine Kochplatte und die kann ich hier rausziehen. Schaut mal, ist das der Wahnsinn? Das bedeutet, egal ob von außen oder von innen, kann ich jetzt dran arbeiten. Und zwar einmal am Ceranfeld, einmal aber auch, wie man hier sieht, voilà, am Gasfeld. Und das Ganze kann ich dann hier sogar wieder in Holzoptik, was heißt Holzoptik, das ist Holz, kann ich das hier wieder einbauen und kann das dann als Schneidebrett zum Beispiel verwenden. Und jetzt vermisst ihr wahrscheinlich noch die Spüle, aber auch die ist hier natürlich integriert. Und zwar habe ich die hier in dem hinteren Bereich. Und schon, voilà, habe ich hier die Spüle. Und sollte es diese Armatur wirklich in die Serie schaffen, würde mich das sehr freuen, denn hiermit kann man tatsächlich arbeiten. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Gaskochfeld und daneben noch das Induktionskochfeld. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Was man überhalb der Spüle sieht, das ist ein herausnehmbares iPad. Damit kann man die gesamte Elektrik in dem Fahrzeug steuern, zum Beispiel das Licht. Aber auch alles andere kann man hier abrufen, zum Beispiel die Batteriestände, die Wasserstände oder man kann damit zum Beispiel auch das Dach öffnen oder schließen. Und eines ist auch klar, wenn man das Ganze am iPad hier fest verbaut kann, dann wird man das mit Sicherheit auch mit seinem eigenen Telefon machen können.
Erwähnenswert ist vielleicht auch noch, dass dieses iPad an einen stabilen Schwenkarm verbaut ist, sodass man es herausnehmen kann und zum Beispiel bequem im Bett nochmal ein bisschen was gucken kann. Denn das ein oder andere Adlerauge von euch hat vielleicht schon den Button Entertainment auf dem iPad entdeckt. Schieben wir jetzt mal die Blende in der Küche zur Seite und da verbergen sich auch nochmal spannende Details. In erster Linie Schubladen. Hier einmal für ein Gewürzregal, darunter unter der Spüle auch nochmal ein Schubladenfach, das relativ groß ist und daneben nochmal zwei kleinere Schubkästen, die man übrigens auch nach außen hin öffnen kann. Wir bleiben aber noch kurz auf der Innenseite. Was haben wir hier noch im Küchenblock? Wir haben einmal den Gashahn, wir haben eine Sicherung und dann haben wir zwei 220 Volt Steckdosen. Einmal, wenn wir an Landstrom angeschlossen sind mit 2000 Watt und einmal, wenn wir keinen Landstrom haben mit Wechselrichter und zwar dann bis 300 Watt. Deswegen glaube ich auch, dass die Induktionsherdplatte erstmal nicht wirklich funktionieren wird, wenn ich nicht am Landstrom bin. Das ist aber auch wieder eine reine Spekulation. Des Weiteren sehen wir zwei USB-C Steckdosen, wir sehen Getränkehalter und eine induktive Ladeschale für dein Handy. Eine Besonderheit oder Neuheit durch diese Schiebetür jetzt auf der Fahrerseite ist, dass ich die Küche nun auch von außen bedienen kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Zum einen fahre ich hier diese Blende einfach mal ab. Und dann haben wir ja bereits verstanden, dass man die Schubladen sowohl von innen als auch von außen öffnen kann. Aber jetzt sehe ich hier noch ein Fach, das ich von innen nicht gesehen habe. Und das ist das hier. California steht da drauf. Gucken wir mal, was da drin ist. Und das ist jetzt auch ein Schmankerl, denn das ist der elektrische Grill. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, es handelt sich hier wirklich um ein Konzept-Car. Die Designer haben sich hier einen Grill einfallen lassen. Ich kann die Beine hier ausklappen und stecke ihn an 230 Volt an und kann dann losbrutzeln. Ob er es in die Serie schafft, das werden wir dann sehen. So, und jetzt denkt ihr, oh, ist das eine schöne Verblendung hier. Das ist es aber gar nicht. Also nicht nur, sondern das ist in Wirklichkeit ein Tisch. Schaut mal, einfach hier unten reingestellt. Und schon habe ich eine wunderschöne Gelegenheit, abends noch mal eine Runde Cocktail auszugeben. Oder wenn ich eben hier draußen stehe und koche, dass ich hier noch mal eine zusätzliche Arbeitsfläche habe. Aber guckt mal, hier draußen versteckt sich noch was. Und zwar zum einen weitere zwei USB-C-Anschlüsse und eine kleine mobile Akkuleuchte, die per Magnet irgendwo befestigt werden kann. Und dann habe ich noch versucht, die Größe des Wohnraumes zu vermessen. Mit nicht aufgestelltem Aufstelldach haben wir eine Innenhöhe von 1,30 Meter. Eine Breite, an der breitesten Stelle haben wir von 1,60 Meter, wobei man dazu sagen muss, dass zum Beispiel der Küchenblock oben 37 cm misst und unten ganze 50 cm misst. Und in der Länge von den Vordersitzen bis zum Kofferraum hinten, wenn man die Sitze vorne in komfortabler Fahrstellung hat, dann hat man hinten eine Länge von 2,20 Meter. Okay, was haben wir noch für eine Ablagefläche hier im Fahrzeug? Das ist auch ganz einfach. Wir haben hier den bekannten Staukasten, den kennt ihr schon. Der ist aber meines Erachtens deutlich größer geworden. Deswegen passt jetzt hier oben auch endlich mein Kuscheltier rein. Und wir haben hier natürlich an der Seite auch nochmal Ablagefächer. In diesem Fall sind jetzt hier Küchenutensilien mal angedeutet. Bei mir wäre hier wahrscheinlich eher die Wäsche drin. Ja, und dieser Schrank, der verlängert sich dann fast bis nach ganz hinten, denn ganz hinten ist dann nochmal ein Eckschrank. Und unten finden wir natürlich auch nochmal Stauraum, wobei man beachten muss, dass im ersten Fach die Gasflasche untergebracht ist. Neu an dem California sind übrigens auch die Schubläden unter jedem Sitz. Ja, jedem. Sogar bei den Vordersitzen. Als nächstes möchte ich euch das untere Bett zeigen und dafür müssen wir natürlich erstmal die Stühle entsprechend präparieren. Die Kopfstützen werden dafür einfach umgedreht, natürlich an beiden Sitzen und danach der Sitz nivelliert, also die Sitzlehne nach hinten geklappt, bis eine gerade Liegefläche entsteht. Das Zwischenstück einfach umklappen und die Stühle so nah wie möglich da ranschieben. Jetzt wird nur noch die Matratze ausgerollt. Und ihr seht, ich war da super vorsichtig. Einmal ist es ja ein Konzept-Car, zweitens wusste ich noch nicht genau, wie es funktioniert, aber man sieht es ganz easy einfach nach vorne hin ausrollen. Jetzt habt ihr gesehen, wie man das Bett ausklappt, aber uns ist ja auch noch wichtig, wie viel Platz ich hier auf dem Bett habe. Und nachdem wir ja noch keine wirklichen Spezifikationsblätter haben, hier kann ich euch sagen, Länge 1,99 Meter. Und bei der Breite, gehen wir mal hier, da messen wir fair, sind wir bei 1,08 Meter, würde ich sagen. So, kann man doch nett kuscheln, oder? Was meint ihr?
Sehen wir uns als nächstes das Aufstelldach an und wir haben ja schon gesehen, wir können es elektrisch nach oben fahren. Steuern können wir das entweder über das iPad hinten oder über die App oder natürlich auch vorne im Cockpit. Ist das Dach nun aufgestellt, sieht man auch nochmal zwei Neuigkeiten. Und zwar zum einen das ganz große Fenster, das wirklich fast um den gesamten Stoffbalk herumgeht. Man sieht es hier, und das ist die zweite Neuigkeit, umrahmt von einer weißen dicken Naht. Per Reißverschluss kann ich dann innen die Verdunklungen abmachen und man ist dann geschützt mit einem Fliegengitter. Dieses kann ich auch nach vorne hin komplett öffnen. Im Inneren kann ich mir dann über ein Schiebefenster den Weg zum oberen Bett bahnen. Und natürlich habe ich auch das wieder für euch vermessen. In der Länge haben wir hier 2 Meter und 5 cm. Und eine Breite bietet dieses obere Bett von 1,12 Meter. Und natürlich kannst du auch weiterhin das Bett nach oben klappen, wenn du im Wohnraum Stehhöhe haben möchtest. Ja, sehen wir uns zu guter Letzt noch den Kofferraum an. Und dabei sei einmal schon mal erwähnt, aber das ist eigentlich selbstredend, dass ich den Kofferraum komplett öffnen kann, auch wenn das Aufstelldach aufgeklappt ist. Und dann habe ich den Kofferraum natürlich noch kurz vermessen. Und zwar in der Konstellation, dass die Stühle ganz nach hinten geschoben sind, also dass ich quasi so wenig Platz wie möglich im Kofferraum habe. Und hier messe ich in der Höhe bis zum Tisch 37 cm. Wäre der Tisch draußen, habe ich 40 cm zur Verfügung. In der Breite bietet mir der Kofferraum so circa 87 cm. Und in der Tiefe, wenn ich eben jetzt die Stühle ganz nach hinten geschoben habe, 80 cm. Ach ja, Tisch, das ist ein gutes Stichwort. Ja, und dann vermissen wir noch den Tisch da vorne. Aber ich kann euch sagen, hier haben wir einen Tisch. Und zwar ist der hier unten drinnen. Den können wir einfach hier rausholen. Und auch da gibt es wieder eine Besonderheit. Ihr seht es schon. 5 Beine. Warum? 4 für draußen, der mittlere für innen. Da kann ich das hier dann auch noch ein- oder ausfahren, was gesagt, um es dann einzuhängen in die Arretierung. Und ja, schon haben wir den Tisch aufgebaut. Die Zeit will ich mir jetzt aber sparen, weil so viel Zeit habe ich hier gar nicht zu drehen. Deswegen machen wir es sofort weiter. Naja, und was darf nicht fehlen zu einem Tisch? Klar, die Stühle, und die sind VW-typisch oben in der Heckklappe in einer schönen Tasche versteckt. Und wenn man diese nun rausnimmt, dann erlebt man eine Überraschung, denn VW hat neue Stühle tatsächlich und die sind wirklich bequem zu sitzen und man hat keinen Rückenbrecher mehr. Schau mal, und hier ist auch noch eine Besonderheit. Und zwar die Außendusche. Die sieht schon mal irgendwie spacig aus und nicht so billig. Aber das Geile ist, ich kann die hier sogar auch noch einhaken. Die Leute von euch, die Fahrrad fahren, die kennen das von diesem Flaschenhaltesystem. So, dann kann ich das hier verriegeln und kann hier unten duschen. Und direkt neben der Außendusche befindet sich innenliegend auch noch der Zugang zum Frischwassertank. Wie groß der sein wird, das sagt man jetzt noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass er in etwa dieselbe Größe behält, wie das bei den aktuellen Modellen der Fall ist. Und durch die Einzelsitze erhältst du nun natürlich auch eine ganz andere Flexibilität. Hier sieht man zum Beispiel den Einsatz Love Chairs, so haben wir es genannt. Das bedeutet, die Sitze entgegengesetzt der Fahrtrichtung, du stehst auf dem Berg und guckst übers Tal hinaus, wunderschön. Auf der anderen Seite kannst du natürlich alle Sitze komplett entfernen, du kannst nur einen Sitz mitnehmen, du kannst die Sitze aber zum Beispiel auch hintereinander positionieren, sodass du an der Seite auch noch Subboards mit reinbekommst. Also insofern möchte ich nur sagen, Flexibilität ist gegeben. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick nach außen, und zwar zu Beginn auf die Markise. Diese ist auf der Fahrerseite montiert und dabei ist das Besondere, dass die Markisenstange in der Markise integriert ist, also nicht irgendwo im Auto hin und her fliegt. Auf der anderen Seite des Fahrzeuges befindet sich eine Kederschiene, sodass man hier auch ein Sonnensegel anbringen könnte. Und natürlich gibt es auch eine Steckdose für den Landstrom. Diese befindet sich ganz hinten auf der Fahrerseite. Kommen wir damit zu meinem persönlichen Fazit. Was sage ich jetzt also zu der Kiste? Bevor ich das mache, haut ihr mal in die Taste und schreibt unten in die Kommentare eure Meinung. Was haltet ihr von diesem California Concept? Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich kann mir vorstellen, dass er polarisiert. Denn, und jetzt komme ich zu meinem eigenen Fazit, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Vorbehalte, als ich gehört habe, boah, das wird jetzt der Multivan und viele sagen, es ist nicht so wirklich der Bus. Hey, mit diesem Konzept, so wie er jetzt dasteht, finde ich, ist es wieder ein absoluter Bus geworden. Es fängt schon bei den Abmessungen an. Klar, das Fahrzeug ist erstmal länger und breiter und hin und her als sein Vorgänger. Trotzdem muss man ja ehrlich sein, der Platz geht ja vorne auch wieder verloren. Aber der Innenraum ist trotzdem sehr, sehr geil. Also das schon mal, also ich fühle mich da innen sehr, sehr wohl. Du hast viel Platz.
das Raumgefühl ist wirklich toll für so eine kompakte Größe. Aber ich will auch mal negative Sachen sagen. Was wiederum ein Nachteil ist aufgrund der Bauhöhe, ist zum Beispiel die Außendusche. Die kannst du ja geil ranmachen, aber ich passe da gar nicht so richtig drunter. Jetzt bin ich 1,75 groß. Aber auch das finde ich letztlich nicht so schlimm, weil, sind wir ehrlich, kannst du einfach in die Hand nehmen und kannst dich so duschen, wenn du das machen möchtest, wenn du die Außendusche überhaupt wirklich dafür benutzt. Ich bin eher der Typ, dass ich dann irgendwo anders dusche und die Außendusche benutze ich, um meine Fahrräder sauber zu machen und so weiter. Aber ich glaube, das darf ich gar nicht laut sagen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, und so recht viel mehr Negatives habe ich erstmal gar nicht gesehen. Und wie gesagt, das ist ja auch erstmal ein Konzeptfahrzeug. Wir müssen auch erstmal gucken, was schafft das alles in die Serie. Ich habe aber ganz viele Highlights gesehen. Was mich total flasht, das sind die beiden Schiebetüren. Damit hast du so mehr Raumgefühl. Du bist wirklich mitten in der Natur zu Hause. Du hast ständig Frischluft. Und das ganze Konzept verlagert sich dadurch auch. Denn dadurch, dass der Küchenblock jetzt auf der Fahrerseite auch zugänglich ist, und man sieht es ja hier auch schon an der Markisensituation, glaube ich, dass sich dein Leben auch auf die andere Seite des Fahrzeuges verlagert. Es klingt jetzt blöd, aber es wird definitiv so sein. Denn du kannst jetzt von außen kommen, dass du da Schubladen hast, an die du außen rankommst, dass du noch mal diesen kleinen Ablagetisch hast, dass du von außen mit Induktion kochen kannst, aber auch mit Gas. Diese Idee mit dem Elektrogrill, den du rausnehmen kannst, also da sind ganz viele Ideen drin, die ich wirklich spannend finde und ich bin mega gespannt, was das da alles letztlich in die Serie schafft. Ich glaube aber definitiv, dass es wieder ein Gamechanger ist und ich glaube auch, dass es VW damit wieder gelungen ist, wieder ein paar Vorgaben zu machen, wo andere vielleicht auf den Zug aufspringen werden. Ich bin gespannt, wir werden es sehen. So oder so gibt es noch viele mehr Highlights, zum Beispiel die ganzen Schubladen. Weil, eins ist auch klar, mir geht an manchen Stellen Staufläche verloren, Stauplatz verloren. Auf der anderen Seite wird er unter den Sitzen zum Beispiel neu generiert mit den Schubladen. All das sind so Kleinigkeiten, das finde ich sehr, sehr spannend an diesem Konzept. Generell die Sitze, damit wird es ein richtiger Allrounder. Denn die Sitze sind jetzt wirklich flexibel. Ich kann sie rausnehmen und wieder reinsetzen. Das ist nicht so schwer wie früher mit der Bank. Und dadurch wird es wirklich ein Allrounder. Ich kann die Kids zum Fußball fahren, ich kann aber alles ausbauen und zu Ikea und fett einkaufen. Und auf der anderen Seite kann ich auch noch drin schlafen. Also Herz, was willst du mehr? Das macht alles Spaß und noch vieles, vieles mehr. Jetzt bin ich aber gespannt, was haltet ihr davon? Schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, vielen Dank für dieses Video. Da geht es mir gar nicht darum, ob ihr das Auto geil findet oder schlecht findet, sondern das ist einfach nur ein kleines Lob an mich für dieses Video. Und wenn ihr total verrückt seid, dann abonniert super gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Zum Beispiel auch, wie das Fahrzeug dann in Serie später mal aussehen wird. Dazu müsst ihr aber die Glocke drücken, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal rund um das Thema Camping ein neues Video gibt. Und jetzt wünsche ich euch, egal mit welchem Fahrzeug, egal mit welchen Konzeptideen ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. That smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.